Bis zu 840.000 Menschen fahren unter der Woche mit der S-Bahn in München. Und die meisten müssen durch das Nadelöhr der Stammstrecke, die den Westen und den Osten der Innenstadt verbindet. Auf der Trasse, die kurz vor dem Hauptbahnhof im Untergrund verschwindet, fahren derzeit dreimal mehr Menschen als ursprünglich geplant. Tendenz steigend. Die zweite Stammstrecke soll das Problem lösen. Sie ist eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands. Der Hauptbahnhof ist die erste von drei unterirdischen Stationen. Und nirgendwo ist das Vorhaben so kompliziert wie hier am Hauptbahnhof. So wie jetzt wird der Hauptbahnhof nicht mehr lange aussehen. Das Empfangsgebäude, das Herzstück des Hauptbahnhofs, soll komplett umgestaltet werden. Die Pläne für den Umbau gibt es schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Nach aktuellem Stand wird hier ab 2018 gebaut. Der Entwurf für das neue Empfangsgebäude stammt vom Architekturbüro Auer Weber. Es ist ein vorläufiger Einblick. Vieles kann sich noch ändern. 6 Jahre wird es wohl dauern, bis das Empfangsgebäude fertig ist. Der komplexe Teil des Bauvorhabens zeigt sich beim Blick nach unten. Ein zentraler Schacht führt von der Schalterhalle über 6 Etagen zur zweiten Stammstrecke. Unter dem Hauptbahnhof treffen sich schon heute die erste Stammstrecke und die U-Bahn-Linien U1, U2 und U4, U5 auf 4 Etagen. Die zweite Stammstrecke muss darunter verlaufen, 41 Meter unter den Gleisen der Fernzüge. Es ist der tiefste Punkt im Münchner Verkehrsnetz. Über die Rolltreppe gelangen Fahrgäste auf die Verteilerebene in 7 Metern Tiefe. Die Ebene schließt an das vorhandene Untergeschoss des Hauptbahnhofes an. Um schneller nach unten zu kommen, werden 10 Aufzüge die neue Trasse mit dem Erdgeschoss verbinden. In etwa 33 Metern Tiefe führen dann Rolltreppen auf die Bahnsteige der zweiten Stammstrecke. Aussteigen werden die Fahrgäste auf den beiden Außenbahnsteigen. Der mittlere Bahnsteig dient, wie schon jetzt bei der ersten Stammstrecke, nur zum Einsteigen. Ab 2026 geht es von hier direkt nach Leim oder zum neuen Bahnhof Marienhof.